Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch auf YouTube Hauptkanal. Die Silvesternacht in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten, aber in Berlin war es natürlich extrem, hat nochmal irgendwie Nachbeben erzeugt, ja, aber nicht so, wie man sich es wünschen mag. Ja. Also sowohl ARD und ZDF scheinen sich da auf eine gemeinsame Sprachregelung geeinigt zu haben und es ist einfach unglaublich. Ja. Also für jeden offensichtlich. Wie so vieles schon in der Vergangenheit, wird vom Mainstream einfach vertuscht. Ja, es ist, wird verschwiegen. Hier, wir pressen, nicht wir, sondern wir werden hier erpresst und uns Geld abgepresst, um uns dann wirklich mit voller Absicht, mit vollem Plan desinformieren zu lassen. Ja, wir zahlen unsere eigene Desinformation, also die, die es noch zumindest gucken, ja, und das sind gar nicht so wenig Leute und ich merke es auch an privaten Begegnungen, dass es immer noch verfängt, ja, bei manchen Leuten. Wenn ich dann sage, also wollen wir uns mal anschauen, wer war denn da wirklich daran beteiligt bei den Ausschreitungen und zwar ausschließlich, ja, welche Gruppe an der, ja, gesellschaftliche Gruppe, wenn man mal so sagen will. Dann wird gesagt, na nein, also jetzt hör mal auf und so weiter, das ist doch rassistisch und so. Ja, also die Nachaufarbeitung der Vorfälle an Silvesterabend in Berlin mit Angriffen auf Feuerwehr, auf Rettungsdienste, auf Polizei, mit etlichen abgebrannten Autos, mit ausgebrannten Wohnungen, wo Raketen reingeflogen sind, mit Verletzten, mit Festnahmen, bürgerkriegsähnliche Bilder, bürgerkriegsähnliche Zustände, rechtsfreie Räume, Polizei zieht sich zurück und die machen dann definitiv komplett, was sie wollen. Ja? Und das wird dann hier im Mainstream so erklärt. Da haben wir den Chef der Gewerkschaft der Polizei, da muss sich ja jeder Polizist auch mal überlegen, wo stehst du eigentlich, mein Gutsherr, ja, also nicht auf der Seite der Wahrheit zumindest, aber das kennt ja die Polizei mittlerweile, da wird ja auch intern, wenn es in der Regelungen, ja, das wird so nicht veröffentlicht und das wird bitte umgeschrieben und das lassen wir mal gleich komplett unter den Tisch fallen. Bitteschön. Berlin war ganz besonders betroffen, aber auch in anderen Städten gab es schlimme Ausschreitungen. Was weiß man da über die Täter? Das scheint ja doch deutlich über das hinauszugehen, was man sonst über Teenager... Der Links, der Polizeigewerkschafter, flackert auch ganz schön mit den Augen. Also wohlfühlen tut er sich gerade nicht. Sagt ihn ein bisschen über die Stränge schlagen. Ja, die Täterstruktur ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich würde es viel mehr an gruppendynamischen Prozessen festmachen. Es war klar, dass nach der Corona-Pandemie ein großer Druck auf der Gesellschaft zum Feiern und zum Loslassen liegt. Und es war klar, dass wenn Alkohol im Spiel ist und frei verkäuflicher Zugang zu Pyrotechnik und Feuerwerk, dass die Menschen auf ganz schlimme Ideen kommen können. Also, wir haben hier gruppendynamische Prozesse, wir haben Feuerwerk, wir haben Alkohol. Und dass da die Menschen dann auf ganz schlimme Ideen kommen können, die Menschen, ja, mit der betroffenen Larve haut er das raus. Ja. Und leider ist es nicht gelungen, im Vorfeld diese Ideen bei den Menschen abzuwenden. Und die gruppendynamischen Prozesse, die auch wissenschaftlich erklärbar sind, lösen so etwas auf. Es macht fassungslos und Dann kommt er noch mit der Wissenschaft, ja. Das ist unglaublich wissenschaftlich erklärbar. Ja, der Druck war zu groß. Also da ist wirklich jeder. Da sind Ventile aufgegangen, da ist wirklich jeder ausgeflippt. Und deswegen brauchen wir nicht nur die Diskussion um Verbesserungen und ein anderes Silvester, sondern wir brauchen auch ganz klar die Härte der Justiz. Denn das ist etwas Positives. Es wurden die Menschen festgenommen, die Übergriffe verübt haben. Das sind Fake News, besser geht's gar nicht. Ja? Als ob hier alle festgenommen worden wären, die hier Schäden und Terror verursacht haben. Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist einfach blank gelogen. Und hier haben wir den nächsten Fall und es ist bei der ARD, Tagesschau. Statt wie bei der Tagesschau in gewohnter Art rumzueiern, kann man das Problem auch einfach benennen, ohne viel Fehler lesen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, in die Geschichte. Betroffen werden Polizeiangriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so.
getroffen werden. Polizei, Angriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist in solchen Kontexten echt schwierig, ja. Also das ist so unübersichtlich, von den Tätern zu sprechen. Also mit anderen Worten, wir wollen jetzt gar nicht von Tätern sprechen, ja. Es ist eher eine Partygesellschaft oder so. Und in solchen Kontexten ein bisschen schwierig, sagt der Thomas Rostek. Das war in den Sommermonaten 2020, 2021, 2022 bei den großen Demonstrationen, bei jedem Montagsspaziergang. Übrigens, irgendwie ist es nicht so ein bisschen schwierig, da ist es ganz einfach, ja. Das sind dann alles Rechtsradikale und Nazis, klar. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie, und dass man da eben versucht, dass man eben an genau. Also mehr rumgestammelt geht schwierig. Wo Technik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Richtig. Danke für die Einschätzung. Thomas Rostek. Wie peinlich dass, ist das denn bitte? Getroffen werden. Ja. Polizei an. Wahnsinn. So, die Gewerkschaft der Polizei. Jetzt halt getroffen werden. Polizei. Hass, der ihm entgegenschlägt. Ich nenne das Kind beim Namen. Die Leute, die auf uns geschmissen haben, diese ganzen Böller und die Knaller und Flaschen, das waren keine Linksautonomen irgendwie, die ein Problem mit dem System haben. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Vorher waren wir einfach nur die Zielscheibe, das rote Auto mit den blauen Blinklichtern. Und jetzt war es halt aber der Mensch auch in der Uniform. Da ist er, Baris Koban, Feuerwehrmann. Ja, Polizei sich. Kann man natürlich, der Typ regt mich aber richtig auf. Ja. So kann man es natürlich auch mal beschreiben und mal das Kind beim Namen nennen. Wohltuend an der Stelle. Und Aaron Moorhoff als Schlussresümee der ganzen Geschichte. Schlussresümee, nicht als Resümee oder Schlussfolgerung, so ist es richtig. Ein Reichsbürger auf einer Corona-Demo macht Zehntausende zu Nazis. Bei 10.000 Migranten an Silvester ist in solchen Kontexten über die Täter zu sprechen immer ein bisschen schwierig. Ja, damit entlasse ich euch in den Wahnsinn wieder. Ja. Oh Gott. Es wird immer dünner. Die Fairness wird dünner. Die Suppe wird dünner. Und sie müssen immer brutaler eigentlich lügen und vertuschen, und immer mehr Leute merken es. In diesem Sinne, abonnieren, Mensch Carter, bitte, teilen, liken, kommentieren, und wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, vielen Dank an alle, die das getan haben bisher. Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Danke und Servus nach Hart. Mann, Jimmy, ich mache hier gerade ein Video. Das musst du doch mitkriegen. Kater will raus. Schluss für heute. Servus. Ja, jetzt mecker halt nicht dauernd rum.